Guten Morgen, es ist Samstag, der 9. März 2024 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, die noch ganz dicht sind. Mein Name bleibt auch in der Eidgenossenschaft Paul Brandenburg, aber neben meiner altbekannten Bitte habe ich von hier ein dickes Dankeschön an euch. Die Bitte vorab bleibt ihr im kleinsten Teil eures hart verdienten Geldes, denn dieser Podcast hat keine Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Solltet ihr also auf YouTube oder anderen Zensurplattformen mit Werbung belästigt werden, dann weder auf unser Geheiß noch mit unserer Beteiligung. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und sendet dort etwas über euren bevorzugten Zahlungsweg. Ein herzlicher Dank geht heute nicht nur vorab an alle Spender, sondern besonders an die Unterstützer, die mit ihrer Unterschrift und ihrem Brief meine freie Liste BRD zur Europawahl unterstützt haben. Es ist vollbracht. Die 4000 benötigten Unterschriften sind bereits bei uns angekommen. Wie es scheint, haben wir die erste Hürde genommen. Aber zu viel Unterstützung gibt es nie. Wenn ihr weiter unterschreiben wollt, dann sehr gerne. Denn sollte uns die Bürokratie noch Winkelzüge irgendwie dazwischen schieben wollen, dann vermutlich über plötzlich und unerwartet verschwundene Unterschriften. Also sendet gerne weiter ein, idealerweise direkt mit amtlichem Siegel der Wahlbehörde. Alle Infos dazu auf paulbrandenburg.eu. Damit genug der Werbung. Auf uns wartet eine Runde, die es in Schlagzeilen dieser Wochen und vermutlich auch mir ordentlich geben wird. Aus Frankfurt am Main, erstmals im nackten Niveau, ist der Satiriker, Produzent, Regisseur und Moderator Achim Winter. Und aus Österreich die eine Frau, die kein Welttag je reichen würde zu feiern. Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Grüßt euch, ihr beiden. Hallo. Übrigens, Paul, ne? Ja. Also, oder besser gesagt, ihr da draußen. Also für alle, die jetzt wissen wollen, wie der Paul jetzt abseits des nackten Niveaus so tickt und was die Europawahl angeht, das könnt ihr auf Punkt Preradovic erfahren. Darüber haben wir nämlich gesprochen und das Video ist gestern rausgekommen. Fremde Werbung in eigener Sache ist das Schönste. Paul himself, genau. Bei Milena, das ist ja toll, das muss ich mir dringend angucken. Ja? Obwohl die aussieht, weiß ich ja. Wir haben uns auch gesiezt, das ist eine ganz spannende Folge. Also man merkt nicht, dass die uns kennen. Aber wir waren nackt, immerhin. Ja, genau. Jetzt, gerade klicken die Dinger in die Höhe, diese Einschaltquoten da drin. Guter Trick, Milena, guter. Schluss damit, Arbeit wartet. Und zur Eröffnung, ihr wisst ja und ihr da draußen, nur weil Nazis etwas sagen, ist das nicht gleich automatisch falsch. Bekanntermaßen fällt es ja aber gerade den geistigen Erben der Nazis schwer, Argument und Sprecher heute zu trennen. Dieser Podcast will immer mit gutem Beispiel vorangehen. Und deswegen stelle ich heute aus gegebenem Anlass fest, nur weil Olaf Scholz etwas sagt, ist das auch nicht automatisch falsch. Olaf Scholz spricht sich nämlich gegen eine Auslieferung von Julian Assange an die USA aus. Scholz sagte laut Deutschlandfunk, er fände es gut, wenn die britischen Gerichte Assange Schutz gewähren würden. Tja, lieber Achim, liebe Milena, wann ging es euch denn das letzte Mal so, dass ihr einer Person, die ihr eigentlich von Herzen ablehnt in all dem ihren Tun, oder ebenso von Herzen Recht geben musstet? Und Achim, du darfst noch kurz nachdenken. Milena, du darfst nicht sagen, jetzt als Einschränkung für dich, was irgendwie mit mir zu tun hat, weil das wäre jetzt zu billig. Also es muss schon ein anderer sein. Gibt es da irgendeine Situation, an die du dich erinnerst, dass du einem wirklich richtig zustimmen musstest, der mal endlich das Richtige sagte, obwohl er sonst immer nur das Falsche sagt? Ganz sicher. Ja, aber wer ist es? Ja, man muss aber erst mal drauf kommen. Ja, das sind ja aber so komische Fragen. Ich habe eine Antwort. Ich habe eine Antwort. Dann rettet die Dame bitte, unbedingt. Achim. Ja, nee, das ist bei mir tatsächlich auch Olaf Scholz, ja, wie er jetzt irgendwie da sich stemmt gegen den begeisterten Taurus-Lieferungswahn. Ja, also das ist so ein ganz komisches Ding. Ich mag Olaf Scholz nicht sonderlich und die Politik, die er macht, auch nicht. Aber wenn ich jetzt im Moment denke, wenn der jetzt nicht da wäre und von höheren Orts irgendwelche Anweisungen bekommen würde, würde es schon ganz schön eng aussehen mit der Taurus-Geschichte, okay, oder? Ja, ein Doppel-Scholz sozusagen, Milena. Das hat ein dritter Scholz. Natürlich auch ein Punkt. Also jetzt ein dritter Scholz hätte. Ich schließe mich an Merkel in dieser Frage. Siehst du, das geht Merkel natürlich runter wie Öl, gerade von dir, dem Erfinder des Merkels. Wobei ich möchte auch noch mal ganz kurz das Gegenteil sagen. Jemand, den ich gar nicht kenne, der für mich aber den Satz der Woche gesagt hat. Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er hat gesagt, wir verlieren die Kontrolle über das Klimasystem.
Das muss man sacken lassen. Ja, der hat einfach gemerkt, dass jetzt mal wirklich, wirklich mal Panik gemacht werden muss. Sonst verstehen es die Leute nie. Ja? Die steigen genau, die Kontrolle, die, Auto, die wir über Millionen Jahre hatten, ne, über dieses Klimasystem, ja, die verlieren wir. Da muss wir einfach Wahnsinn. Mal auch Tacheles geredet werden. Ja, gut, dass er gewarnt hat. Aber ihr Lieben, eins muss ich noch nachschieben, denn es gilt natürlich auch nochmal andersrum. Weil nur, Milena, dich wird es nicht überraschen, aber nur weil ich etwas sage, ist es auch nicht automatisch korrekt. Böse Zungen behaupten, das kommt öfter vor. In der vergangenen Ausgabe habe ich anlässlich der unsäglichen Aussagen des Soziologen Heinz Bude auf die Veröffentlichung der Berliner Online-Journalistin Aya Velasquez über die Corona-Politik hingewiesen. Leider ist mir nun dabei eine Verwechslung unterlaufen. In den Arbeiten von Velasquez wird eben nicht über diesen Herrn Bude berichtet, und das habe ich fälschlicherweise behauptet, sondern über Otto Kölbel, der eine ganz ähnliche Rolle zwar spielte, aber eben nicht die gleiche Person ist. Ich hoffe, ihr da draußen vergebt mir diese Nachlässigkeit, auf die wir zu Recht hingewiesen wurden. Das kann immer mal vorkommen. Das hoffe ich jetzt zu vermeiden, und bei einem Thema, das gänzlich unlustig ist, lieber Achim, aber es ist ja diese Woche eine Sache passiert, die im Prinzip alle Beschäftigte, von rechts nach links, Boulevard, wie sonst was, da haben ein paar deutsche Offiziere, ganz das ist bestätigt worden, telefoniert über WebEx wohl. Und Boris Pistorius, jetzt unser Kriegsminister, hat nun im Berliner Tagesstürmer sagen müssen, er werde diese Leute, eben seine besten Krieger, nicht dem bösen Russen opfern. Passiert ist ja bekanntermaßen, dass diese besten Offiziere, die Pistorius offensichtlich hat, über WebEx, also ein frei verfügbares ziviles Produkt für Online-Konferenzen, sehr freimütig darüber schwadronierten, was man mit deutschen Marschflugkörpern so alles beschießen könnte gegen die Russen. Und das könnte auch mal auf den Kindergarten fallen, hat man da so ganz läppisch gesagt. Du hast dir das bestimmt auch angehört, Achim, oder? Wie die vier Jungs waren es, glaube ich, da telefonierten. Ganz lässig. Vor allen Dingen in Verachtung der Vorgesetzten so ein bisschen. Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war ja die Geschichte, dass der Pistorius wird da schon spuren. Ja, wir besprechen das jetzt schon mal. Der Chef sagt dann schon zu. Also es war so eine ganz lässige Atmosphäre. Da wird ja jetzt laufend gesagt, dass diese Soldaten halt permanent über solche strategischen Sachen reden müssen, auch am Telefon und sowas. Was mich aber am meisten beeindruckt hat, war, wir haben jetzt einen Sündenbock, diesen Mann da, der in Singapur gesessen hat, der hat irgendwie sich nicht richtig eingeloggt. Ja? Das heißt also, da war irgendeine Schwachstelle in diesem System und der ist jetzt dran schuld. Und mich beeindruckt am meisten, wenn also irgendwelche Generäle aus Singapur anrufen und miteinander sprechen, wird es gleich mitgeschnitten. Das fand ich schon eine größere Leistung der Geheimdienste. Das hat mich beeindruckt. Und jetzt wird natürlich so getan, als müsste der Pistorius, will das nicht so ernst nehmen, weil nämlich das Ganze nur arrangiert worden ist, um die Putin-Trolle in der AfD zu befeuern und zu unterstützen. Nicht? Also man darf das alles gar nicht so schlimm. Es ist ungefähr wie damals bei der Angela Merkel. Die wurde ja auch privat am Handy belauscht, wo man sagen könnte, okay, das ist ja der absolute Wahnsinn. Nee, das ist nicht so, nein, war nicht so schlimm. Ich habe ja nichts Schlimmes gesagt. Ich habe ja nichts zu verbergen. Genau. Macht man zwar nicht unter Freunden, hat sie gesagt. So hieß das damals. War aber als Kritik auch nicht geht so gut. Geht gar nicht. Aber das ist ja so lustig, in diesem Gespräch mit den Offizieren, da ging es ja auch darum, wie man dem Verteidigungsminister die Taurus-Miserie auch am besten verkaufen könnte. Ne? Nehmt am besten ein paar Slides mit, sagt einer von diesen Generälen. Das ist Denglisch. Und dann sagt, Denglisch. Genau, dann sagt er, ja. Also ein paar Vorlagen, mit denen man ein bisschen was visualisieren kann. Das klingt so, damit der Pistorius auch was versteht. Ne? Und dann geht es weiter so nach dem Motto, und erzählt nicht nur vom Problem, gibt ihm auch ein paar Lösungen. Da gibt es ein schönes Video von Küppersbusch, kann ich nur empfehlen. Aber was ich eigentlich so bemerkenswert finde, ist dieser Super-GAU der Krisen-PR. Jetzt pflegen und hegen sie durch die ganze Corona-Zeit diesen Kampfbegriff Desinformation, ja? Und dann stößt ihn der Pistorius mit dem Hinterteil um. Der Pistorius spricht ja bei diesem Leak tatsächlich von Desinformation, russischer Desinformation, und sagt gleichzeitig, dass der Mitschnitt echt war. Also damit hat er die Propagandaformel Desinformation durch Desinformation zerstört. Und, warte, lass mich bitte ausreden, und völlig umgedeutet. Also Desinformation ist laut Pistorius etwas, was zwar wahr ist, der Regierung aber so richtig auf den Sack geht. Und so verstehe ich jetzt auch endlich die Corona-Zeit. Also Desinformation ist ab jetzt das, was es wahrscheinlich inoffiziell immer schon war, das Verbreiten von unbequemen Tatsachen. Danke, Herr Pistorius. Ja, die Engländer,
Die Engländer sind da schon weiter, die nennen das, die unterscheiden zwischen Desinformation und Malinformation. Ja? Und die geben auch offen zu, dass Malinformation stimmt zwar, ist aber, wie sagt Angela Merkel immer, nicht wünschenswert. Und wie war die Formel von der Angela Merkel? Könnte Teile der Öffentlichkeit beunruhigen vielleicht? Ja, nee, das, was da im Zusammenhang mit dieser Wahl von diesem FDP-Mann in Thüringen da passiert ist, das sei nicht, oder was die Sarrazin-Bücher, die wurden auch nicht vorteilhaft, nicht, egal. Also jedenfalls Malinformation, nicht hilfreich. Malinformation ist, die stimmt, man möchte die aber nicht. Und also in England und Amerika wird das ganz offen zugegeben. Also da wird Malinformation. Ja, aber Desinformation wurde bisher völlig anders gehandhabt als Begriff. Ja. Ne? Das ist ja das ganz Interessante. Und ab jetzt ist Desinformation, das sind unbequeme Tatsachen, ganz klar. Tatsächlich bin ich daran auch hängen geblieben, Melina. Ich habe dann gedacht, ich greife das mal nicht auf. Das wird dann zu umständlich und gibt Herrn Pistorius zu viel Raum. Aber ja, da sieht man da auch, dass Pistorius so ungefähr auf Baerbock-Liga spielt bei dem, was er so sagt, weil er sich so in einem Rant direkt selbst widersprechen. Das muss man erstmal hinkriegen, alle Achtung. Ja, und wie haben die Russen das gemacht? Ja, die haben die Russen. Das ist relativ simpel. Es war WebEx. Es war wohl WebEx. Ja, die haben aber nichts zusammen. Also die haben Desinformation erzeugt, einfach indem sie zur Verfügung gestellt haben. Ja, ist ja auch einfach. Macht ja Annalena Baerbock auch immer mit ihren Aussagen. Das ist ja wirklich simpel, man muss es halt nur ins Netz tun. Aber es ist schon irre und wenn man wie ich bei der Bundeswehr war, dann hat man wirklich in den ersten paar Sekunden gehört, das stimmt, was die da reden. So sind die drauf, auch dieses, der hat ja dieses Denglisch, und an anderer Stelle hat er dann den Polen oder den Ukrainern ein Pfeil in Polen übergeben worden. Eine Datei ist natürlich auch zu kompliziert, ein Pfeil ist viel cooler. Dieses ganze Gequatsche die ganze Zeit, wie vier Jungs, so Präpubertäre oder auch so Jungs, die sich zum ersten Mal Papas Auto leihen dürfen und durch die Gegend cruisen und Mädchen hinterher pfeifen und dann rumproleten, wie toll schick da drüben die eine aussieht. So, das Niveau hatte es. Das hat mich am meisten überrascht, ehrlich gesagt, dass selbst auf der Ebene der Generalität solche Klopsköpfe sind. Das schon irre ist. Die Auslandspresse hat es übrigens ähnlich empfunden, offensichtlich wie ich. Apollo hat zusammengestellt, was so geschrieben wurde. Politico beispielsweise titelt Putins meisterhafte Spionageoperation. Naja, gut, okay, so schreibt jedenfalls Politico. Lässt Scholz im Regen stehen. Und schreibt, der Leak hätte Scholz diskreditiert. Die finnische Boulevardzeitung Ilta Sanoma zweifelt, ob man Deutschland und seiner Fähigkeit, Geheimnisse zu bewahren, überhaupt noch trauen kann. Naja, die italienische Zeitung Corriere della Sera schreibt, Deutschland wäre in der Beziehung zu Russland schon immer die Schwachstelle des Westens gewesen. Die härtesten Worte findet die Daily Mail. Edward Lucas, der Autor des Buches The New Cold War, Putin's Threat to Russia and the West, titelt mit der vernichtenden Schlagzeile arrogant, bürokratisch, nutzlos. Warum deutsche Spione ein Haufen völlig inkompetenter sind. Spione kann man rausnehmen, würde ich sagen, Melina, das kann man irgendwie ausweiten. Aber es scheint Pistorius nicht durchzudringen mit seiner Ablenke im Ausland. Das kann man festhalten. Ja, und vor allen Dingen, er sagt ja tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was eintritt. Ja, ich habe es heute gelesen in der Presse, dass er also gesagt hat, er will seinen besten Soldaten nicht gleich schassen wegen sowas. Ja, er hat ja auch wahrscheinlich sonst keiner mehr in der Hinterhand. Und hat dann behauptet, dass das Verhältnis zu den NATO-Partnern nicht geschädigt ist. Heißt, ja, was soll er sagen? Geschädigt. Ne? Ja, klar, aber das ist, dann kann man es vielleicht ein bisschen anders umschreiben, aber naja, so offen, gut, das macht der Habeck ja auch, das stimmt. Genau. Ja, zumal ja Scholz kurz vorher selber seinerseits Militärgeheimnisse verraten hat. Wir erinnern uns ganz bevor, dass kurz das rauskam, hat ja Scholz bei irgendeiner Gelegenheit zugegeben, dass Franzosen und Briten bereits Spezialisten für diese Raketenprogrammierung im Land hätten, dass die also wirklich mit Bodentruppen vorhanden seien in der Ukraine. Zivil gekleidet mit einem amerikanischen Akzent. Ja. Ja, herrlich. So läuft ja, doch. Ja, ich meine, als ob das jetzt irgendein großer Geheimnisverrat wäre, als ob Putin das nicht wüsste. Also ich meine, hallo, Freunde? Nee, dass Putin das weiß. Das kommt darauf an, was man offiziell weiß. Genau. Ja, genau. Und dass Scholz vor allem so es geht so auch darum, ist. Wahrscheinlich sollten wir das alle nicht wissen. Darum geht es in Wirklichkeit. Der Putin weiß das längst. Ja, das ist aber tatsächlich so. Die halten uns wirklich für Tagesschau-Zuschauer. Also die halten das ganze Land wirklich immer noch für Tagesschau-hörig. Das glaube ich, ist wirklich so. Ich glaube tatsächlich, dass diese Leute den Durchschnittsbürger für so dämlich halten. Absolut. Naja, egal. Jedenfalls in Sachen Krieg läuft es weiter gut. Die EU erklärt derweil, man müsse mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen in der sogenannten Europäischen Union. Und deren Vizekommissionspräsidentin Vestager sagte jetzt, man müsse bis 2030 die EU-Mitgliedstaaten dazu kriegen, mindestens die Hälfte ihres Budgets für Verteidigung innerhalb der EU auszugeben. Außerdem müssten sie 40% ihrer Verteidigungsausrüstung gemeinsam kaufen. Also ganz viele Blinde möchten gemeinsam ein Einäugiger werden auf europäischem Parkett. Und wir können doch recht sicher sein, das Kriegsthema geht weiter. Die Frage ist dann nur, wie heiß, würde ich sagen. Derweil. Also naja. Entschuldige. Naja, bitte, aber Milena. Immerhin. Aber Milena war, glaube ich, schneller. Achim, wir lassen der Dame den Vortritt.
Es soll ja jetzt auch einen Kriegsminister in der EU geben, hat Frau von der Leyen gesagt, nachdem sie mit sensationellen 80% als einzige Kandidatin von der EVP, also den europäischen Christdemokraten, wieder zur Spitzenkandidatin gekürt wurde. Also ich meine, 80%. 20% haben nicht für sie gestimmt, obwohl sie niemanden anderen hatten, für den sie stimmen konnten. Und das ist das Lustige übrigens, möchte ich noch dazu sagen, der frühere Widersacher, der ja damals eigentlich Kommissionspräsident werden sollte und dann für Uschi weggemobbt wurde, also Manfred Weber von der CSU, der hat ihr noch zuckersüß so ein vergiftetes Zuckerl, wie wir in Österreich sagen, nachgeworfen. Er sagt, also die EVP unter der Führung von Ursula von der Leyen habe in den vergangenen Jahren viele Probleme gelöst, so Weber. Als Beispiel nannte er den Green Deal. Bei Ursula wird die EVP in guten Händen sein. Politik kann so schön sein. Der ging in die Hose, muss man dazu sagen, oder? Nicht jeder hat das verfolgt. Dieser Green Deal ist ja jetzt irgendwie insgesamt... Deshalb hat das ja gesagt. Ja, klar. Genau. Nicht jeder verfolgt nun unbedingt in Echtzeit die europäischen Gesetzgebungsdinger. Ja, ich meine, das große Kapital steigt halt aus. Ne? Die machen jetzt all in Krieg. Das hatten wir ja vor, glaube ich, 1-2 Wochen mal besprochen, dass die ganz großen Vermögensverwalter sich aus dieser ganzen Klimageschichte rausziehen. Ja. Weil sie irgendwie wahrscheinlich sagen, okay, das ist endlich, das ist dummes Zeug und auch endlich Geld verdienen. Ja, und Krieg ist viel, hat viel mehr Rendite irgendwie, aber Achim Winter und es ist schön, ich fühle mich nostalgisch angeregt hier, ja, jetzt diese ganze Kriegsgeschichte, Europa soll sich aufrüsten, wir müssen viel mehr Garantien für Rüstungsfirmen und so weiter aussprechen, damit die auch Jahre später noch nicht pleite gehen und sowas, was jetzt im Raum steht. Endlich wieder kalter Krieg. Ja, es ist wie als ich jung war. Toll. Da gab es den eisernen Vorhang, da waren drüben die Russen, der russische Bär, wie jetzt Putin, so dieses Monster da am Horizont. Wir ziehen alle an einem Strang. Europa hat einen Sinn, vor allen Dingen, ja, im Kampf gegen den Russen. Und das muss ich sagen, also ich verstehe das schon, dass manche das gemütlich finden. Tja, und weil man halt irgendwie einen Sinn und einen Feind braucht, dann hat er bekanntermaßen auch der Tag Struktur, wenn man den hat, geht das auch im Inland entsprechend weiter. Krieg führen wir jetzt auf EU-Ebene, hat man beschlossen, aber Demokratie-Trademark wird natürlich zuerst mal an der Heimatfront verteidigt und deswegen endlich ist es soweit und wir setzen die Serie, wir haben es euch ja gesagt, fort mit Folge, ich weiß nicht, 3.450.000, in dem Fall das AfD-Verbot. Bremen wird sich im Bundesrat für ein bundesweites Verbot der AfD einsetzen, schreibt jetzt die Bild. Die Regierungsfraktion von SPD, Grünen und Linken streben dazu in der kommenden Woche eine Abstimmung an. Die Zustimmung gilt als sicher. Bürgermeister Bovenschulte soll dann den Verfassungsschutz dazu bringen, seine Materialsammlung zur AfD zu aktualisieren und auszuwerten. Also komische Formulierung. Auf der Basis soll er im Bundesrat dann eine schnellere Entscheidung über ein Verbotsverfahren drängen. Also das heißt, es wird über den Bundesrat dann das Verbotsverfahren angeregt. Das heißt nicht, dass der Bundesrat darüber entscheidet, Milena. Aber nun endlich scheint es soweit zu sein. Nun geht mit Bremen natürlich nicht unbedingt das politische Schwergewicht nach vorne. Die scheinen da so einen ganz kleinen Testballon starten zu lassen, oder? Natürlich. Das kleine Bremen, das ist mein Eindruck, wurde jetzt vorgeschickt, weil die ja auch die einzigen sind, wo die AfD keine Rolle spielt. Die AfD hat ja nicht bei der Wahl nicht mal mitgemacht. Die hatten sich ja untereinander zerstritten und dann zwei Listen ausgegeben und wurden dann ausgeschlossen von der Wahl. Und deswegen lässt man natürlich nicht Thüringen, Sachsen, Brandenburg oder so ein Land davor gehen. Also Brems Bürgermeister, so nach dem Motto, also wir haben ja gar keine Interessen, wenn wir ein AfD-Verbot fordern. Uns geht's nur um unsere Sorge, um Freiheit und Demokratie. Also das ist eindeutig ein taktisches Manöver. Aber sie scheinen es jetzt ernst zu meinen. Sie schicken Bremen mal vor, gucken, was ist. Nur auch das wird natürlich nach hinten losgehen. Das dauert ja Jahre. Und bei den drei Landtagswahlen im Osten werden, das wird nicht funktionieren. Und im Gegensatz, wie alle Versuche dieser Brandmauer und dieser Diskreditierung, wird es der AfD weiter Stimmen bringen. Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich glaube ja tatsächlich, allein dieses, wenn das Verfahren jetzt angestoßen wird und Frau Faeser ja parallel diese Hexenjagdparagrafen für Beamte
Linken beispielsweise am Start hat, dann wird das sicherlich dazu führen, ich glaube, das ist der erste direkte Grund, dass sie alle Beamten, die in der AfD sind, automatisch mit dem neuen Disziplinarrecht bedroht mit Verlust von Bezügen und Stellungen. Und wir wissen auch in der AfD, insbesondere im Westen wohl ist das so, dass sehr viele eben öffentlich Bedienstete da drin sind. Und die haben Angst. Ich kann dir für die Berliner Bundespolizei sagen, mit denen habe ich viel gearbeitet in meiner Zeit als Honorarzt der Polizei, die wählen quasi geschlossen AfD. Das ist auch allgemein bekannt. Redet mal mit Polizisten, Uniformierten, idealerweise, wenn andere nicht dabei sind. Das ist für mich immer schwierig, meistens ganz viele Uniformierte, wenn ich mit denen reden muss. Aber dann geben die das freimütig zu. Und allein der Antrag dieses Verfahrens, das glaube ich schon, kann dazu führen, dass Frau Faeser mit diesem Dienstrecht mordsmäßig Druck aufübt auf Mitglieder und Unterstützer der AfD. Aber Achim, vielleicht ist das ganz anders. Ja, also gut, das ist nicht, wozu führt das? Ja, also es ist natürlich eine sehr bewährte Methode schon mit der NPD und mit der DVU und so weiter gewesen. Sagt den Leuten, wenn ihr mit denen gesehen werdet, dann seid ihr selber dran. Ja, dann bleiben nur diejenigen in der Partei übrig, die nichts zu verlieren haben, die teilweise manchmal ein bisschen unästhetisch sein können und so weiter. Und dann heißt es, schau dir mal an, wer die da vertritt und so. Und das ist eine ganz gute Kaputtmache. Andererseits, diese Beamten, die AfD wählen, die reden halt dann nicht mehr drüber. Die wählen aber trotzdem AfD. Insofern ist es ein ganz gefährliches Ding, glaube ich. Und auch diese Bremer Geschichte ist nicht so ohne, weil da sagt der Normalwähler in der Bundesrepublik, in der gesamten Bundesrepublik, sagt natürlich, aha, das erfolgreichste Land in Deutschland, mit das überall vorne liegt, galoppiert jetzt auch im AfD-Verbot nach vorne. Die müssen also dringend Recht haben. Ja, also das ist ein ganz von Bremern. Tolles Land. Und jetzt pöbeln. Ja, ja, jetzt ja, pöbeln die Bremer. Ich sehe die Mails schon wieder. Ich leite die an dich weiter, Achim. Die kriegst alle du. Ja, die Bremer, ich möchte mich an die Bremer möchte ich nicht beleidigen, nur halt eben diesen Bürgermeister, den will ich beleidigen, weil das dann heißt es dann, aha, was haben denn die Bremer so vorzubringen an Erfolg und Fortschrittlichkeit? Also, die haben nichts drauf und fordern als Erste die AfD, das AfD-Verbot, da muss an der AfD was dran sein. Ja, aber dann muss ich zugeben, hätte es aus Berlin kommen müssen. Also wenn wirklich das mieseste Bundesland von allen vorprescht, dann muss ich zugeben, also ich habe gehört, dass Bremen zum Teil rein zahlenmäßig noch ein bisschen schlechter dasteht als wirklich? Berlin, aber ich bin nicht sicher. Alle Achtung. Ja, oh Gott, das kann ich nicht belegen. Du musst öfter kommen, Achim, wenn es Berlin-Bashing angeht, dann kann ich auf dich ziehen. Bremen kriegt auf jeden Fall Schützenhilfe, so viel kann ich euch sagen. Der Deutschlandfunk berichtet, unter anderem der Deutschlandfunk, dass Bundesfamilienministerin Paus darauf drängt, dass nun endlich das sogenannte Demokratie Fördergesetz auf den Weg gebracht wird. Denn Paus sagt im Prinzip das, was Faeser auch schon sagte, zumindest laut Deutschlandfunk, nötig sein, Zitat, stabile Unterstützungsstrukturen, die Demokratie voranbringen. Das sagte sie auf dem Brandenburgischen Landesparteitag der Grünen in Cottbus. Bisherige Modellprojekte seien oft prekär finanziert, sagt Lisa Paus. Und Melina, wahrscheinlich meint sie irgendwie die Antifa und die Annette Kahane-Stiftung und Ähnlichem. Also das Ganze ist auch recht konzertiert. Also ich ordne das schon zusammen, diesen Bremer Vorstoß und den Vorstoß von Frau Paus. Aber das Interessante, dass ja jetzt anscheinend der wissenschaftliche Dienst des Bundestages auf Antrag von Herrn Kubicki sich um dieses Demokratiefördergesetz gekümmert hat und gesagt hat, das entspricht nicht der Verfassung. Ja. Weil es einmal Ländersache ist. Und auch noch aus verschiedenen anderen Gründen. Also mein Lieblingsgrund ist eigentlich, dass die sagen, dass also das finale Argument der Regierung für dieses Demokratiefördergesetz, das ja den NGO-Kampftruppen wie du hast es gesagt, Antifa oder Amadeo Antonio Stiftung, so heißt es richtig, die Kahane Stiftung, ja. Die heißt doch Stasi Amadeo. Soll. Okay, ja, genau, Stasi Kahane Stiftung. Und die haben gesagt, also die Regierung sagt, das Gesetz brauche man aus Gründen öffentlicher Fürsorge. Öffentliche Fürsorge. Jetzt sagt der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, das gibt's nur bei Jugendlichen. Die öffentliche Fürsorge gibt es nicht bei Erwachsenen. Ja, die behandeln uns wie Unmündige. Öffentliche Fürsorge. Ich meine, das könnte für uns speziell auch bedeuten, einen Hammer der Antifa auf den Kopf, ja? Öffentliche Fürsorge oder bei Meldestellen denunziert zu werden. Aber man sieht ganz, ganz klar, was da für Amateure uns in die Knie zwingen wollen. Ja? Also, Paus und Faeser wollen Dinge durchdrücken, die definitiv gar nicht gehen, ja, weil es in erster Linie Ländersache ist. Und
Ja, also solange sie solche Amateure sind und nicht die gesamte Rechtsprechung oder nicht das gesamte Gesetz gegen uns ist und auf ihrer Seite, solange besteht noch ein bisschen Hoffnung. Aber dass die uns für kleine Kinder halten, Achim, das überrascht mich ehrlich gesagt jetzt nicht sonderlich. Man könnte es ja eigentlich als eine bundestagsamtliche Bestätigung des Verdachtes nehmen, dass die uns für Kleinkinder halten, oder? Ja, ich kenne das ja auch aus meinem Job so ein bisschen. Da habe ich ja immer diese Straßenumfrage gemacht, da wurde mir zum Vorwurf gemacht in der Redaktion, ich lasse die Leute zu sehr zu Wort kommen. Ja? Ich müsste sie mehr leiten, ich müsste sie mehr aussuchen, mehr leiten und sowas. Denn unsere Aufgabe sei es ja, dem nicht so aufgeklärten Pöbel dann doch Handreichung zu geben. Ja? Das wurde so sinngemäß mir dann immer gesagt. Ja. Aber das war dann, die Redaktion müssen wir dazu sagen, das ist dann die ZDF-Redaktion gewesen und nicht etwa Kontrafunk oder Tichy, die dir sowas sagen, sondern der Öffentlich-Rechtliche. Ja. Genau. aber ich bin natürlich sehr pessimistisch, was diesen wissenschaftlichen Dienst betrifft. Also die bauen da mit irgendwelchen jungen Leuten irgendwelche Projekte auf dem leuchtenden Pfad zusammen, nach dem Motto, wir müssen jetzt gesetzlich regeln, dass jeder, der nicht mitmacht, eins auf die Ohren kriegt. Und dann kommt der wissenschaftliche Dienst von Herrn Kubicki, der dann später dann trotzdem wieder dafür stimmt. Und dann sagen die, das geht nicht. Und dann interessiert es niemanden. Es ist so ähnlich wie jetzt mit diesem Bundesrechnungshof und dem Herrn Habeck, die ihm bescheinigt haben, dass die ganze Nummer in die Krütze fährt. Und er sagt in Washington dann einfach, ich habe es zur Kenntnis genommen. Mehr nicht. Das bedeutet für mich als Bürger, okay, die können da wissenschaftlich diensten und Bundesrechnungshof-Dinger da abfackeln, diese vielen Fachleute, die da durchrechnen, und es interessiert niemanden. Er hat sogar wörtlich gesagt, glaube ich, dass es nicht der Realität entspricht. Ich musste da sofort wieder an diese Umzingelung denken, Melina. Er hat doch irgendwann mal, hatte sich doch mal von Realität umzingelt gesehen, oder? Also das, ja, Habeck, das ist und die Realität. Das ist die Realität auf dem Planet Habeck. Das ist ein ganz, da ist immer die Sonne, scheint immer die Sonne. Und und der Wind weht. Ja, aber wie schätzt ihr das ein? Im Übrigen ein kleines Beispiel für das, was der Bundesrechnungshof sagt. Der Netzausbau in Deutschland, und der ist natürlich ganz, ganz wichtig für eine mögliche Energiewende, ja, liegt inzwischen 7 Jahre und 6.000 Kilometer hinter der Planung zurück. Also nur das. Und wenn man diese Netze aber ausbauen würde, würde das jedes Jahr, warte, ich habe es gelesen, viele, viele Milliarden, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, viele, viele Milliarden Euro kosten. Also jedes Jahr dann. Ja? Und ich meine, aber es ist natürlich schon erstaunlich, dass der Habeck dem Bundesrechnungshof, dem sagt er könne die Kritik nicht nachvollziehen, und der reagiert ja richtig sauer. Ich habe es mir auch im Fernsehen angeguckt. Ja? Das ist ein gutes Zeichen. Aber dieser Bundesrechnungshof hat die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren und deren Maßnahmen auf Erfolg und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Das ist mit welcher ein Kompetenz? Legitimes Kontrollgremium. Naja, das weiß ich jetzt nicht. Aber das weiß ich leider auch nicht. Also was passiert da? Es hat da aber die Aufgabe. Nichts, richtig. Es ist Bericht. Es ist reiner Bericht leider. Sie rechnen vor. Aber zumindest sollten die Bürger mal aufmerksam beim Fazit zuhören. Da steht nämlich, die Kosten des Stromsystems werden erheblich steigen. Die steigenden Kosten trägt der Endverbraucher über die Strompreise oder bei Übernahme von Kosten aus Haushaltsmitteln als Steuerzahler. Die aktuelle und voraussichtliche Entwicklung der Strompreise birgt ein erhebliches Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Akzeptanz der Energiewende. Also wer sich schon eine Wärmepumpe bestellt hat, der kann eigentlich nur noch hoffen, dass die nicht so schnell geliefert wird. Ja? Also ehrlich gesagt, wenn sich schon eine Wärmepumpe bestellt hat, der tut mir fast nicht so leid, weil ich fürchte, der wählt auch Grün. Aber Achim, was überrascht es ehrlich gesagt? Also der Bundesrechnungshof, das ist so ein bisschen wie das Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler. Die legen jedes Jahr seit Jahrzehnten solche Berichte vor. Früher hat man sich noch aufgeregt darüber, dass irgendwo eine Brücke gebaut wurde über eine Autobahngebietsausschreibung, wo es nie eine Autobahn gab und solche Dinge. Mittlerweile erklärt der Bundesrechnungshof, also dem Minister, dass seine ganze Politik im Ansatz verfehlt sei. Das ist der Bericht der Steuerzahler. Bund der Steuerzahler, Schwarzbuch, das ist Bund der Steuerzahler. Genau, das meinst du, aber das ist der Bundesrechnungshof. Doch auch, die machen sehr ähnliche Dinge tatsächlich. Wenn man den Bericht liest des Bundesrechnungshofes, da sind also immer wieder Beispiele für eklatante Verschwendung drin, die der anprangert, schon seit langer, langer Zeit. Das ist jetzt eine besonders scharfe Formulierung des Bundesrechnungshofes, aber was ich fragen will, ich meine, jetzt so viel geballte bundesrepublikanische Erfahrung,
Erfahrung hier sitzt. Ich persönlich erinnere mich nicht, dass irgendwann mal irgendwas spürbar eine Konsequenz gehabt hätte, was im Bericht des Bundesrechnungshofes stand. Nein, vielleicht irre ich bin mich nur da. Froh, dass der Kubicki das übernommen hat, weil dann wird ja, da ist ein bisschen Zucht dahinter dann. Okay. Da hast du noch. Aber diese Reaktion von Habeck, und die haben wir ja in den letzten Wochen ähnliche Reaktionen schon häufiger beobachtet, das zeigt definitiv, was für ein politischer Dilettant er ist. Ja? Weil im Grunde jeder, der es hören will, merkt, was Habeck von demokratischen Strukturen generell hält. Ja? Den Grünen macht das ja nichts aus. Für die ist Demokratie der ultimative Klimakiller, glaube ich. Ne? Aber der Rest könnte sich ja die Augen reiben, falls er irgendwann aufwacht. Und das macht Habeck schon ausgesprochen ungeschickt. Und es scheint ihm auch an den Fehler. Habeck geht auf die Frage ein. Der ist nicht durch diese Grünen, offenbar nicht genug durch diese Grünen Sprechschule gegangen. Die Frau Ricarda Lang, durch die macht Ricarda es ja Lang Baukasten-Sprechschule. Ja, die hat ja, die geht ja auf die Frage nicht ein. Also wenn die jetzt gesagt hätte, wenn die gefragt worden, wie sieht es aus mit dem Bundesrechnungshof und in der Kritik, hätte sie gesagt, ja, wir müssen jetzt den Netzausbau vorantreiben und so. Und dann hätte die ganz ungehemmt weiter gelabert und niemand hätte es gemerkt. Da ist der Herr Habeck noch ein bisschen zu sensibel anscheinend. Ja, der ist noch sauer. Ja, ich meine, Merkel zum Beispiel ist jenseits von Gut und Böse, der ist ja jeder Emotion ledig. Ja? Dem werden ja Millionen Betrügereien vorgeworfen und so weiter und der latscht aber ganz normal und ganz relaxed in der Öffentlichkeit rum. Ich persönlich würde nur noch in der Kutte rumlaufen oder gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Ja? Aber die Hauptqualifikation dieser Politiker ist ja, dass wirklich an sich abperlen zu lassen. Vielleicht ist das irgendein Psychotraining, ein Seminar in den Alpen oder irgendwie sowas, dass man sagt, okay, wenn ein Journalist eine Frage stellt, die unangenehm wird, dann einfach auf die Energiewende kommen. Also Habeck muss nachgeschult werden, das haben wir jetzt rausgearbeitet. Vielleicht gewinnt ich meine, die sind jetzt schon sein Telefon. Wenn die bis dahin kommen, durch diese Parteien abgeschliffen werden, ja, also sagen wir mal, die Guten oder die vielleicht Skrupel haben, die werden ja auf dem Weg irgendwo rechts und links abgelagert, ja, die sterben dann irgendwie wie auf dem Mount Everest, die liegen dann rechts und links, aber die da durchkommen, die den Gipfel erstürmen, die haben weder Skrupel noch Gewissensbisse, die sind abgeschliffen, denen macht das auch nichts mehr aus, wenn sie ausgepfiffen werden wie Merkel beim Handballspiel. Ja, das ist denen völlig egal. Und, die sind neurodivers. Bei den Grünen sind ein paar relativ schnell dahin gekommen. Ja? Also der Habeck hat ja selber mal erzählt, der war irgendwie in der Kneipe bei so einem Grünen-Treffen, dann haben sich den angeguckt und haben gesagt, willst du nicht unser Chef sein? Also bei dem ging das alles relativ schnell. Ja, und gut, der hat halt die harte Schule. Eine dünne Personaldecke. Ja. Genau. Und er hat diese harte Schule anscheinend noch nicht endgültig durchlaufen und ist etwas zu früh auf diesem Ministerposten gelandet. Der arme Robert. Also der klingt fast so ein bisschen Mitleid durch. Aber wir müssen uns leider einer anderen Sache noch zuwenden, weil ihr hattet gerade das Stichwort erwähnt, der Teuerung und vor allem auch der Stromknappheit und das Problem, dass irgendwann der Strom einfach weg ist. Da ist ja dieser Tage es wurde tatsächlich als feministischer Anschlag dann bezeichnet von den Tätern offensichtlich oder angeblich. Da ist dieser Tage in der Nähe des Tesla-Werkes Grünheide, ein Strompfosten, glaube ich, eine Verteilerstation oder ein Stück des Stromnetzes in die Luft gejagt worden, um Tesla zu beschädigen. Und dieses Ding hat nun auch dazu geführt, dass in diesem Landkreis darum viele hunderte Haushalte wohl auch ohne Strom sind. Also nicht nur Tesla wurde getroffen, sondern auch viele Anwohner. Bekannt hat sich die linksextremistische Vulkangruppe, das berichtet zumindest der linksextremistische Spiegel. Und natürlich schießen jetzt schon die Verdächtigungen ins Kraut, wie viel Realität dabei ist und wie viel Verfassungsschutz eventuell die Finger da drin hat. Weil gleichzeitig, um zwei Sachen zu verklammern, Milena, wo wir gerade bei RAF und mörderischen Linksextremismus sprechen, ist ja Zufall über Zufall ganz plötzlich nach 30 Jahren beim Capoeira-Tanzen mitten in Kreuzberg mit, ich glaube, einem Kilo Gold und 40.000 Euro in bar und jede Menge Waffen in ihrer Wohnung, eine RAF-Terroristin verhaftet worden, die man jetzt plötzlich gerade gefunden hat. Ich finde das alles so ein bisschen komisch, so im Ablauf. Was? Die soll ich jetzt mit Tesla zusammenbringen? Nicht direkt. Ich glaube nicht, dass die mit Tesla was zu tun hat, aber das nur gleichzeitig. Ich dachte, dieser Anschlag, wenn der schon ein feministischer war, war der Beitrag der Antifa zum Weltfrauentag. Der war ja gestern. Du meinst, so könnte waren dann auch ja nur Frauen? Sehen. Haben das dann nur Frauen gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber du hast gesagt, es wäre ein feministischer Anschlag gewesen. So hat er bezeichnet, ja. Also die Täter haben das wohl als feministisch bezeichnet. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Weiß ich nicht. Aber ist doch ganz klar. Achim, mach das einfach, ja. Bitte. Wenn Frau Faeser Halali bläst
auf die Rechten. Und zwar auch auf alle normalen Rechten und alle, die früher mal auf dem linken Flügel der CDU waren, die jetzt alle rechts sind. Wenn sie Halali auf die bläst, muss sie ja diesen Leuten quasi zeigen, dass sie auch nach links ausschlägt. Ja? Also es muss natürlich ein Terrorist, ein RAF-Terrorist gefunden werden oder zwei, die Kalaschnikows und Gold zu Hause haben, damit man sagen kann, klar, siehste, wir haben auch die Linken im Visier und zacke Bums, dann werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann werden nämlich die Rechten mit der RAF gleichgesetzt. Und da hat man das gleich alles in einem Aufwasch sozusagen. Weil ihr seid ja echte Verschwörungstheoretiker. Nee, ich meine, das kann sein, muss aber definitiv überhaupt nicht so sein. Das ist doch, ich meine, waren diese Journalisten, die seit Jahren irgendwie mal geguckt haben nach dieser Frau Klette hieß sie, ja? Klau, ja. Dann haben sie irgendwie verloren und dann haben sie nochmal geguckt und dann irgendwann Wie konnte man die denn verlieren? Die hat doch in Berlin ganz normal im Capoeira-Kurs jeden Mittwoch getanzt. Und auf dem Karneval der Kulturen. Ja, nicht so wie vorher, ne? Nee, sie hat einen italienischen Pass. Wohl. Ja, okay. Also ich weiß es nicht, aber dass Frau Faeser sich jetzt ausdenkt, ich muss jetzt mal nach links Sie sagt es ja so. Frau Faeser hat tatsächlich gesagt in einer Ansprache. Ich habe das jetzt inszeniert. Nein, das hat sie noch nicht gesagt, zumindest nicht offiziell. Aber sie hat tatsächlich jetzt vor kurzem eine Rede irgendwo gehalten und hat erklärt, der Linksextremismus sei auch wieder gefährlich. Also sie hat tatsächlich so etwas, natürlich nicht ohne zu sagen, dass auch der Rechtsextremismus ganz, ganz schlimm sei. Das hat jetzt auch der neu angetretene Generalbundesanwalt nochmal betont. Das sei die große Herausforderung seiner neuen Amtsperiode. Er müsse sich dem Rechtsextremismus natürlich zuwenden. Aber Frau Faeser hat zum ersten Mal davon gesprochen, dass auch der Linksextremismus gefährlich sei. Und ich habe tatsächlich genau den Eindruck, den Achim da auch gerade schilderte, das ist Augenwischerei und hier geht es darum, irgendwie Aktionismus nach links zu betreiben, während ja gleichzeitig Frau Paus hier die Antifa weiterfinanzieren möchte, um zu zeigen, ach, das machen wir auch. Also ich wäre das Gefühl auch nicht los, die wussten sehr genau, wo sie Frau Klette finden. Und jetzt haben sie vor den Bus gestoßen. Möglich ist alles. Es gibt ja sogar irgendwelche Regierungsberater, die auf X sagen, dass hinter dem Anschlag auf den Strommasten bei Tesla Putin steckt. Das ist klar. Das wäre der KGB. Natürlich. Das riecht nach KGB, auch wenn es ein KGB-Mission gibt. Ja, Milena, du bist da ein bisschen zu streng, ja. Wir sind jetzt unter uns, wir können ja mal so ein klein bisschen ventilieren und wenn das so ein bisschen in, was du dann Verschwörungstheorie, du weißt ja, was mit Verschwörungstheorien passiert, da darfst du nicht so journalistisch streng sein. Nicht alle werden wahr. Ja, also, dass die Erde eine Scheibe ist, glaube ich, noch nicht ganz wahr. Wart ab. Ich habe mittlerweile... Die Echsenmenschen habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, du schreist nicht. Weißt du, das ist ja das Schlimme. Jeder Wahnsinn ist wahr geworden. Ich sehe jetzt gleich schon Echsenmenschen kommen, die zeigen, beweisen mir, dass die Erde eine Scheibe ist. Das ist ja der Irrsinn. Also, Leute, eins habe ich aber noch zum Weltfrauentag und zu dieser absurden Feldpolitik. Und ich hoffe, dass mir das als Einzigem jetzt irgendwie hängen geblieben ist und ihr das nicht auch schon wusstet. Ich lese ja immer fleißig News bei all meinem gespaltenen Verhältnis zu dessen Eigentümer. Und News hat etwas ausgegraben, das finde ich toll, das passt zum Weltfrauentag. News schreibt, wie die Zeitung El Español berichtet, haben im ersten Jahr aufgrund eines neuen spanischen Gesetzes allein in der spanischen Exklavenstadt Ceuta 37 Staatsbeamte der Spanier ihr Geschlecht gewechselt. Alle von männlich auf weiblich. Bei den Männern soll es sich um Angehörige der spanischen Armee, der Nationalpolizei, der Guardia Civil, also der Militärpolizei und der lokalen Polizei in der nordafrikanischen Enklave handeln. Alle seien im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Ihren Namen hätten sie alle behalten. Das Selbstbestimmungsgesetz der Spanier hat nämlich seine Vorteile und könnte Grund für die plötzliche Verhandlung sein. Die Männer wollten die Vorteile für sich in Anspruch nehmen. Demnach können innerhalb der Sicherheitskräfte und der Armee aufgrund der Gleichstellungspolitik in Spanien weibliche Angestellte bei der internen Beförderung bevorteilt werden. Ja. Glückwunsch, oder? Genau, und wenn so einer, der ja ein Mann ist, der auch zu Hause noch Frau und Kinder hat, sich trotzdem als Frau dekliniert, das scheint nämlich dort in Spanien zu funktionieren, wenn der jetzt eine echte Frau vergewaltigt, wird er auch nicht so richtig bestraft. Ach du, also Spielverderber. Nicht so richtig deutlich. Ach komm, also ja, weil nämlich jetzt bist du wieder bei Vergewaltigung, also komm. Nein, das steht in dem Artikel, den ich tatsächlich gelesen habe. Hast du doch? Ach Mist. Zwar hier vorenthalten, aber ich habe ihn trotzdem gelesen. Vorenthalten? Und komm. Ja, nee, aber tatsächlich zeigt dieses Beispiel einfach diese Absurdität komplett auf. Ja. Dieses Selbstbestimmungsgesetz. Ja, das ist doch bei uns auch akut. Ja, also ich meine, bei dieser Gesetzgebung für die Geschlechtsumwandlung, Umdeutung, eigene Geschlechtsumwandlung, muss man natürlich sehr aufpassen.
die Dame, die Neuen da in Seuter, die haben einen sehr anstrengenden Job, die wollen ihn aber behalten. Und es scheint wohl so zu sein, wie du ja sagst, Paul, dass wenn man eine Frau ist, darf man ein bisschen länger. Ja? Und ich habe ja dasselbe mit meinem Sohn vor. Also da ja jetzt die Wehrpflicht eingeführt werden soll, europaweit und so. Gilt nicht. Und da habe ich auch zu meinem Sohn gesagt, der ist 18, oder wo bei uns erstmal eingeführt werden soll. Da habe ich zu meinem Sohn gesagt, wer ist der Mädchen und gut ist. Ja? Und wie hat er reagiert? Das gilt übrigens nicht. Das haben sie ausgeschlossen. Nee, das habe ich ja deshalb. Ich bin ja gescheitert damit, weil er war einverstanden, er ist ganz hübsch und so weiter und sagt, ist mir eigentlich wurscht. Aber dann haben wir festgestellt, dass in dem Gesetz festgestellt ist, dass in Sachen Wehrpflicht ist die freie Geschlechterwahl eben nicht möglich. Es dürfen also nur, ich sag's mal auf Deutsch, die Pimmelträger erschossen werden. Und du hast gerade en passant auch noch Bodyshaming betrieben, während du transfeindlich warst. Das muss man erstmal schaffen. Also so ein Rechts-Rechts-Nazi hatten wir selten. Ja, du hast ja angedeutet, dass nur die hübschen Jungs Mädchen werden dürfen. Nein, das ist bei meinem Sohn so. Ja, der ist einverstanden, dass er ein Mädchen wird, weil er ganz gut aussieht, weil er sagt, okay, dann kriege ich auch noch einen Kerl. Ja. Ziehst du deinen Sohn noch mit rein in deine Feindlichkeit? Herr Winter ist wirklich, also es schadet dir auch. Der heißt anders als ich. Der heißt anders als ich und der sieht sehr gut aus, also ist keine Gefahr, der wird nicht erkannt. Ja, dann hat er Glück gehabt. Ja. Wer ist der Vater? Ich habe keine Ahnung. Ja. Das ist einer von zehn. Ein Familienproblem, da wird nicht drüber gesprochen. Ja? Okay. Genau wie über die Tatsache, dass meine Frau immer gefragt wird, warum sie sich runtergeschlafen hat. Ja, das finde ich auch nicht. Ja, die arme Familie. Naja. Ihr Lieben, da ich ja zwei, zwar nicht öffentlich-rechtliche, aber Staatsmedien zumindest nahestehende Profis hier im Raum habe, müssen wir auch nochmal über die öffentlich-rechtlichen Medienformate sprechen. Da ist wieder was Lustiges passiert. Die sind ja jetzt im Internet sehr aktiv, seit einiger Zeit schon. Das ist ja auch Hauptgrund wohl nach ARD-Sprecher oder Vorsitzender oder Intendant Knifke, dass man mehr Geld haben möchte, um das Online-Angebot auszubauen. Und Apollo News schreibt, der öffentliche Online-Kanal des Jugendangebotes Funk, so heißt wohl das gemeinsame Ding von ARD und ZDF, veröffentlicht jetzt einen Beitrag, in dem die Rede von einer Gewalteskalation gegen Grüne im Jahr 2023 die Rede war. Die Grünen seien Hauptopfer politisch motivierter Gewalt und es gab entsprechende Grafiken dazu. Die faktische Wahrheit ist aber, dass 2023 die AfD am meisten von Gewaltdelikten betroffen war. Es stellt sich raus bei näherem Bohren, dass der Jugendsender Funk als Gewalt auch die verbale Attacke im Netz gewertet hat und einfach mal alle negativen Twitter-Tweets oder wie sie jetzt heißen, Ex-Posts dazu gezählt hat. Das sei wohl ganz normales Vorgehen dieses Jugendsenders Funk und so auch erwünscht, Milena. Also man merkt, während da also eigentlich ein Bundesland nach dem anderen sich weigert, diesen Rundfunkbeitragserhöhungskram mitzumachen, schießen die immer kräftig weiter aus vollen Rohren. Da ist 0-1. Ja, und sie lügen ganz offensichtlich. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind zu blöd, irgendwelche Zahlen zu lesen, oder sie lügen. Ich tippe mal auf Lügen, oder sie würden es wahrscheinlich Erziehung und Betreuung des Volkes nennen oder der Fürsorge. Bürger. Ja? Genau, das ist die öffentliche Fürsorge. Mich wundert das aber gar nicht mehr. Also ich muss aber sagen, mein Medienthema der Woche ist ein anderes. Das ist der Abschied von Monika Gruber. Ja. Monika Gruber, für mich wirklich eine der besten Kabarettistinnen dieses Landes, die geht jetzt mit 52 in den Ruhestand. Und in der Welt schreibt eine Journalistin, die sie wohl gut kennt, darüber und sagt, dass Gruber, die keine linke Kabarettistin ist, sondern eine mit gesundem Menschenverstand, ja, inzwischen als rechts abgetan wird. Das wundert uns jetzt auch nicht. Sodass, und ich zitiere, einige Film- und Fernsehschaffende, eben noch kollegiale Stammtischfreunde, nicht mehr auf ein gemeinsames Premierenfoto wollen. Ist das nicht erbärmlich? Diese Feigheit. Aber wundert dich das? Nee, das wundert, aber das schockiert mich jedes Mal aufs Neue, dass die Kollegen von Monika Gruber, mit dem sie gerade vielleicht Premiere gefeiert hat oder die da eingeladen waren oder so, nicht mit ihr auf ein Foto gehen. Ja, und der Spruch ist, die ist komisch abgebogen. Genau. Ja. Die ist auch gegen Wärmepumpen. Das hat sie ja damals auf dieser Versammlung in Erding gesagt. Sie hat ein Buch geschrieben, wo sich irgendeine Strickliesel beleidigt fühlte.
Und das wird also hochgespielt. Das auch. Und es ist, was Christine Praillon, das ist ja die Aussteigerin aus der Heute-Show, die hat ja gesagt, es wird nicht mehr nach oben getreten, sondern nach unten, ja, auf die Ungehorsamen, auf die Kritiker. Und deswegen möchte sie auch nicht mehr dabei sein, zum Beispiel bei der Heute-Show. Aber du kannst extra drei Heute-Show und all diese, Böhmermann natürlich, all die diese Anstalt, Propagandaschleudern, von unserem, von unseren hart erkämpften Penunsen. Und das ist aber schon ekelig, ja. Das sind richtige Lappen, ja, die dann aus Angst vor Kontaktschuld nicht auf so ein Foto wollen. Und ich nehme mal an, dass diese Hetze gegen sie jetzt auch ein Grund ist, aufzuhören. Und das ist wirklich schade. Also neben Lisa Fitz ist es eigentlich eine der letzten echten Kabarettisten der alten Schule. Und das sind jetzt zwei Frauen. Ja. Fällt euch noch ein Kerl ein? Glaubst du, dass Lisa Fitz auf Premierenfotos genommen wird? Oder wie ist denn das mit dir eigentlich so? Wie ist denn das, wenn du auf dem roten Teppich bist, liebe Milena? Stellen sich die Leute gerne neben dich? Ich bin im Wald. Siehste? Das ist der Unterschied. Nein, aber ja? Nein. Also aber, mich wundert, aber dort, dass das nein, nein. Geh du doch nein, mal auf die Berlinale. Aber dort sind Premiere. Nein. Es geh handelt mal mit dem Paul auf die Berlinale. Ja. Eins nach dem anderen, sonst ist es gar nicht zu verstehen. Also Milena, bitte zuerst. Ich verstehe es jetzt wirklich nicht. Diese Leute, ja, natürlich, ich gehe ja nirgendwo hin, aber Monika Gruber ist ja noch aufgetreten öffentlich, ja. Und dort waren anscheinend andere Kabarettisten und andere Fernsehschaffende, die nicht mit ihr auf ein Foto wollten, wegen Hilfe, Hilfe, Kontaktschuld, ja. Und das sind für mich diese feigen Lappen. Ich meine, definitiv. Das ist wirklich so ekelhaft, ja. Das und ist so. Ja, aber und man muss auch feststellen, tatsächlich, Milena, du hast es gerade gesagt, das ist erstaunlich, dass da tatsächlich die Frauen die Eier haben. Also mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein für einen Typen, der sowas mal machen wird. Das war Praillon, es war jetzt Frau Gruber. Dann ist noch Frau Eckert. Lisa Eckert ist eine die wirklich hammerhart sich, der das vollkommen egal ist, ob sie da geschnitten wird und wie sie dargestellt wird. Ansonsten haben wir eigentlich nur angepasste Weicheier der Typen. Vielleicht mit der Ausnahme Harald Schmidt, der neulich auf dem, glaube ich, es war ein Sommerfest der Weltwoche in Zürich, wo er sich mit ganz schlimm rechtsradikalen Politikern hat fotografieren lassen. Es waren wohl AfD-Bundestagsabgeordnete. Nein, genau, das war Matthias Matusek. Der ist gar kein Politiker. Aber nee, der Harald Schmidt ist ja im Ruhestand im Grunde. Stimmt, absolut. Nein, ich sage ja auch, es sind tatsächlich von den Aktiven, von den Echten, sind es Frauen, die das machen. Und das ist die Wundert, lieber Achim. Das nimm das doch als positiv, mein Gott. Also es ist doch immer noch schön, dass es schockiert. Selbst eine hartgesottene wie Milena muss feststellen, es ist schon ein Ding, dass deswegen einer hinschmeißt. Ich bin nicht schockiert, ich empfinde Ekel. Das ist noch eine andere Stufe. Nein, ich bin ein bisschen frappiert, weil ich, vielleicht habe ich auch mehr Erfahrungen gemacht, aber wenn zum Beispiel Kollegen, mit denen man seit langem gearbeitet hat, die sagen, also wenn du jetzt mit der AfD anfängst, kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ja, das ist 5 Jahre her, da habe ich es von einem Redakteur gehört, da war also dann kam der Verdacht auf, dass ich da gewisse Nähen habe oder so, ich habe es nicht gesagt, aber da wurde in den Raum gestellt sofort, also wenn dieser Verdacht aufkommt, dann bist du geliefert. Ja? Und deshalb kann ich mir lebhaft vorstellen, wenn man irgendwo auf einer Premierenveranstaltung, stell dir mal vor, Milena und Paul Brandenburg gehen, weil sie das Ticket gekauft haben auf die Berlinale, ja, und laufen zufällig am roten Teppich entlang, was dann los ist. Dann wird ein Gespringe und gesprungen, da springen alle Promis in den Fotografenpulk da hinein, nur um nicht mit euch zum Beispiel, sage ich jetzt mal, fotografiert zu werden. Da bin ich ganz sicher. Also ich wüsste nicht, was die mir zahlen müssten, damit ich auf die Berlinale gehe. Ich glaube, man könnte man drüber nachdenken. Ach, guck. Ja. Mensch, Herr Winter, also wenn du es jetzt schaffst, Milena aus ihrer Bergreklusion rauszukriegen, dann würde ich. Ja, ich versuche das. Ich versuche das Berlin. Das schaffst du nicht, Winter. Nein, aber ihr habt doch so schön über Funk gesprochen, nicht? Funk, das ist ja was, aus was unterm Radar auch stattfindet. Wir haben ja immer nur Böhmermann und sowas im Auge, wo ja wirklich hardcore ausgekeilt wird gegen alle, die nicht links sind. Aber Funk ist natürlich so ein Sender, der unterm Radar da noch ganz andere Sachen abfackelt. Auch für Kinder und wirklich hardcore linkes Zeug abfackeln darf. Und das ist dann dieses linke Feigenblatt, wo man sagt, da dürfen sich die Kinder mal austoben. Aber dagegen ist Böhmermann wirklich ein Waisenkind.
Das stimmt, aber Böhmermann bekommt, glaube ich, auch das x-hundertfache an Geld und hat natürlich auch eine viel größere Reichweite. Aber eine Meldung muss noch rein, wo wir gerade bei Medien waren, denn während also der Funk und andere ihren Kreuzzug ganz offen weitertragen, geht es an der anderen Front natürlich auch weiter. Denn da hat dieser Tage Klaus Müller, der Präsident der sogenannten Bundesnetzagentur, in der Welt angekündigt, von deutscher Seite aus eine, Zitat, härtere Gangart gegen Plattformen wie X oder TikTok anzulegen. Wir glauben, sagt Klaus Müller, dass X sich rechtswidrig verhält. Das werden wir belegen und nachweisen. Das sagte er laut Welt im Spiegel. Man sammle in Deutschland bereits Hinweise, inwiefern dieses soziale Netzwerk X seinen Auskunftspflichten nicht nachkomme und sogenannte Desinformationskampagnen nicht unterbinde. Unsere Kolleginnen und Kollegen, gendert Müller weiter, bereitet das gerade alles gerichtsfest auf und schicken es nach Brüssel, wo sich dann EU-Zensurkommissar Thierry Breton und seine Leute darum kümmern werden. Das sagte Müller wörtlich. Also das mit dem Zensurkommissar nicht, aber das mit dem kümmern werden. Eher so Müller hoffe, dass die Kommission an diesem Fall ein Exempel statuieren werde. Milena, wir sind doch wieder voll im Jargon. So dieses Schnarrenden und also will man, ich weiß nicht, sollen wir ihm eine Pickelhaube schicken oder eine Armbinde? Dem Herrn Müller? Wo ist eigentlich Charlie Chaplin, wenn man ihn braucht? Erinnert ihr euch noch an den großen Diktator? Ja, ja, ich sehe schon eine Figur ähnlich Thierry Breton, die mit der Weltkugel spielt, tanzenderweise. Und Klaus Müller im Hintergrund, der hält das alles. Klaus Müller im Hintergrund, ich meine, Klaus Müller ist ja der gleiche Mann, der die Energiewende für gelungen hält und gesagt hat, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Also allein deswegen muss er natürlich gegen Desinformation, wir wissen, dass das Tatsachen sind, die der Regierung auf den Sack gehen, ja, das ist die neue Definition von Desinformation. Deswegen muss er gegen Desinformation auf X vorgehen, das ist ja völlig klar. Die Wahrheit ist schmerzlich und er ist ein grüner Überzeugungstäter. Meinungsfreiheit ist ein verzichtbares Übel, ja. Und Kritik ist ja neuerdings Hass und Hetze, ja. Mhm. Und das ist halt eine ganz totalitäre Nummer. Und natürlich Thierry Breton, also wirklich, Charlie Chaplin wird sich jetzt im Grab umdrehen, dass er heute keinen Film mehr machen darf. Achim, es gibt ja ähnliche Aufführungen, haben wir das Gefühl, in deiner Stadt. Du kommst aus Frankfurt am Main zu uns und die Stadt macht Schlagzeilen, weil sie auch so ein bisschen Chaplinesk ist, oder? Entschuldigung, ist das falsch? Ja. Frankfurt-Main. Oder? Ja, ich bin ja auf dem Sprung zur Freskas, ja, meine Lieblingsstraße, und werde da ein schönes Leberkäsebrötchen mit einem Schnaps zu mir nehmen, unter dem Hauptschild Happy Ramadan. Ja, darauf wollte das ich natürlich hinaus. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Hast du das Ding schon gesehen? Es hängt ja jetzt da und lässt die Herzen höher schlagen. Gut, ich gehe heute hin. Ich erwarte ein Foto. Um ein bisschen Werbung zu machen, da wird es dann auch ein Video bei Kontrafunk geben, wie ich da mich ausagiere. Und das ist vollgestopft mit Absurditäten, man kann es sich nicht ausmalen. Also da ist ein so, die Hauptfressmeile in Frankfurt, also wird dann geschmückt für die Fastenzeit der Muslime. Ja? Und wir raten, und das, von wem Straße, die Idee kommt. Wir raten, von wem diese ja, Idee kommt. Das von ist nicht Frau Nascari Dingsberg oder so, ist die grüne Bürgermeisterin. die sagt, das sei ein Beitrag zur Bekämpfung des Antisemitismus in Frankfurt. Ja? Oh, jetzt muss also noch Putin irgendwie da rein. Irgendwie muss noch Putin da rein, dann ist es voll, dann ist alles mit drin. Ja, das fällt mir schwer, das zu erklären, weil mein Gehirn nicht drumherum kommt um diesen Satz, warum das für den Antisemitismus irgendwie gut ist. Aber ich habe so eine Ahnung. Ja, Michel Friedmann hat mal so was Ähnliches gesagt, als das dann losging mit der Migration, wo er gesagt hat, die Muslime, das sind die Verfolgten unserer Zeit, das sind basically so ein bisschen die Juden jetzt und so. Und indem zum Beispiel wir Juden dazu beitragen, dass die gut aufgenommen werden, dann wird alles besser. Also das ist irgendwie so eine ganz verquere Geschichte. Wir reichen den Muslimen die Hand und dann merken die, dass Antisemitismus irgendwie nicht gut ist. Irgendwie sowas. Okay. Okay. Verstehst du auch? Ja, wird schwer zu verstehen. Ist ganz schwer zu verstehen. Wir müssen das vielleicht auf Kontrafunk gucken, wenn du es gemacht hast. Wann kommt denn das? Das ist dann Winterswoche, glaube ich, heißt es, oder? Ja, genau. Das ist sonntags, kurz nach dieser Sonntagsrunde oder zeitgleich mit der Sonntagsrunde mit Burkhard Müller-Ulrich, mache ich dann da die Straße unsicher. Ja. Ich bin gespannt. Ich muss es mir angucken, vielleicht verstehe. Ja. Also ihr könnt mich auf jeden Fall Leberkäsebrötchen essen sehen. Das ist so ziemlich unappetitlich, aber naja. Allein deswegen, Milena, schauen wir zusammen, oder? Ja, unbedingt. Aber 75.000 Euro für Happy Ramadan-Beleuchtung. Ich habe ja, das Letzte, was ich aus Hessen gesehen habe, war ein Bericht über eine Schule, wo die Kinder in der Küche zwischen Pfannen und Gerüchen ihre Hausaufgaben erledigen mussten, weil der vorgesehene Raum zu marode war, ja?
weil es keinen Raum mehr gab, wo diese Kinder ihre Hausaufgaben machen könnten. Und die hauen 75.000 Euro für Ramadan-Beleuchtung. Also ich meine, man muss Prioritäten setzen. Also weißt du, wenn der Friede winkt, ja, dann darf man mit solchen Kleinigkeiten wie fehlende Räume in den Schulen nicht kommen. Ja, das ist ja so ähnlich mit den Radwegen und den anderen Projekten in Peru. Da gab es jetzt auch einen ganz tollen Artikel, ich glaube in der Welt war es, wo mal die ganzen peruanischen Entwicklungshilfeprojekte mal zusammengerechnet wurden. Das war sensationell. Das geht seit 20 Jahren und das muss auch nicht zurückbezahlt werden. Da hat dann die Frau, unsere Umweltministerin, ja auch gesagt, es ist egal, wo man die Tonnen an CO2 einspart. Peru ist auch gut. Ja? Und so ähnlich ist es hier in Frankfurt. Also du musst da mal, wenn du keine Toiletten hast, also wenn die Kinder nicht mehr aufs Klo gehen in der Schule, was sie übrigens nicht mehr machen, weil es zu schmutzig ist, dann ist aber trotzdem, da geht es eben nicht um Frieden, da geht es nur um Pipi. Ja, aber das ist natürlich auch wieder sowas, wo sich die Leute zum Teil zu Recht, also schon zu Recht aufregen, weil auf der anderen Seite wird ja das Weihnachtsfest immer mehr angegriffen, ja, weil es jemanden stören könnte. Wintermarkt statt Weihnachtsmarkt und keine Weihnachtslieder in der Schule, weil das Kinder anderer Glaubensrichtung stören könnte. Und das halte ich ja für so einen Schwachsinn. Ich meine, wenn ich in einem Land lebe, dann muss ich als Kind doch auch lernen, wie dort die Traditionen sind. Sonst kann ich in dem Land doch nie ankommen, ja. Also ich kenne Muslime, die feiern Ramadan und Weihnachten und die wundern sich inzwischen, weil in keinem ihrer Ursprungsländer irgendjemand auf die Idee käme, dort Weihnachtsbeleuchtung anzubringen. Ja? Warum auch? Ich meine, jedes Land hat doch seine Tradition. Warum sollte das irgendjemanden stören? Und im Übrigen haben wir meines Wissens auch noch nicht öffentlich mit Beleuchtung jetzt jüdische Feiertage gefeiert, ja? Doch, auch Berlin auch ja schon? Auch. Da stehen so einige Leuchter rum zu Hanukkah und so, das ist schon längere Zeit so. Aber ja. auch eine Beleuchtung über eine ganze Freskas für 75.000 Euro? Wie viel das gekostet? Müsste man dann nachschauen, aber natürlich ist es generell mal absurd. Ich meine, die armen Muslime, die den ganzen Tag nichts essen dürfen, laufen dann also, um die Beleuchtung zu sehen, durch die Freskas, wo überall die Gerüche rauskommen von Essen, was sie nicht essen dürfen. Höchstens abends doch. Ja klar. Gut, ab zwölf dürfen die überhaupt essen erst. Und bau mal so eine Marienfigur irgendwo zu Weihnachten in Saudi-Arabien auf und beleuchtet das Ding auf öffentlicher Straße. Bin gespannt, was dann passiert. Also wenn ich bestimmt lachen ich die dann da nicht. Ich habe da einen kleinen Take zu. Also das kommt auf die Strenge der Gläubigen an. Ja, also wenn jetzt die gläubigen Christen, wenn die jetzt verschärft Wert auf ihre eigene Identität legen würden und sagen, wir möchten unbedingt, dass es hier im öffentlichen Raum überall zu sehen ist, das christliche Fest und so weiter, dann würde man das vielleicht auch machen. Und die Stadtregierung in Frankfurt nimmt halt eben an, dass die Muslime emotionaler engagiert sind, dass sie strenger sind, dass sie wahrgenommen werden wollen, nicht durch Weihnachtsbäume beleidigt werden und so Kram. Die Muslime sind, glaub ich, gar nicht so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Beleuchtung von irgendwelchen Muslimen verlangt worden ist. Es ist ein reines Parlamentsding, ein reines Stadtparlamentsding, wo die Linken sagen, okay, wir machen das jetzt mal, weil es besonders interessant ist. Wie du willst sagen, dass sich in Frankfurt die grüne Politik von der Lebensrealität der Betroffenen entfernt hat? Nein. Herr Winter, Vorsicht, das sind rechte Verschwörungstheorien. Bevor du dich da drin verlierst. Hier gibt es so viele linke Wähler, dass es tatsächlich so ist, dass das wahrscheinlich von vielen begrüßt wird. Ja? Also in meinem Viertel allein haben wir 28% Grünen. Boah. Warum man sich das dann gibt, verstehe ich selbst als Berliner nicht. Aber musst du in einem schönen Viertel wohnen, ne? Weil die Grünen kommen ja eigentlich aus einem sehr, sehr bürgerlichen und sehr durchaus sehr wohlhabenden Milieu. Die meisten grünen Wähler. Die besitzen ja die Häuser. Die kommen am Wahltag, kommen die mit so langen grauen Haaren, kommen die aus den Häusern raus, dann sieht man sie alle mal. Also so 75, 80-jährige Freunde von Joschka Fischer mit ihren Frauen, und die haben alle so lange graue Haare, dann erkennt man, die gehen ins Wahllokal und wählen grün. Denen gehören aber diese Mietshäuser, die hier stehen, zum Teil 4 bis 5 Stück. Und das ist ein sehr angenehmes Leben. Ja, gut sein und reich sein, das ist wirklich... Gut. Tja, für uns alle anderen tobt derweil das Problem draußen weiter. Und um das abzuschließen, lohnt wie so oft ein Blick in die Westzeitung NZZ, die dazu schreibt, wieder einmal traf sich, weil gerade eben der Migrationsgipfel wieder stattfand, in dem es auch sowas gehen sollte. Darüber schreibt die NZZ, wieder einmal traf sich der deutsche Bundeskanzler mit den Ministerpräsidenten der Länder, um die Migrationspolitik zu koordinieren. Nötig sind solche Treffen aus mindestens 2 Gründen. Erstens setzt der Bund die Rahmenbedingungen. Zweitens
Er sagt, da türmen sich diese Herausforderungen zu Problemen auf, mit denen die regierende Klasse scheitern könnte oder an denen sie scheitern könnte. Dennoch haben die Spitzenpolitiker sich in ihrem gemeinsamen Beschluss vor allem darauf geeinigt, das Weiterwursteln fortzusetzen. So bleibt die deutsche Migrationspolitik ein gesellschaftliches Hochrisikospiel. So viel die NZZ dazu, ohne dass sie nun explizit Ramadan-Beleuchtung erwähnt, aber auf das Problem im Ganzen guckt. Lasst uns einmal noch nach außen schauen, weit über den Teich, aus gegebenem Anlass, denn da türmt sich ja auch ein Problem auf, zumindest für den deutschen, europäischen Deep State und Mr. Biden, der zunehmend, sagen wir mal, unter Druck gerät. Jetzt hat am Super Tuesday, der in den USA stattgefunden hat, endgültig Nikki Haley hingeschmissen. Ich bin mir nicht sicher, dass viele Menschen in Deutschland Nikki Haley unbedingt kennen, aber sie war die letzte verbliebene Konkurrentin von Donald Trump im Rennen um die Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat. Und dann kommt etwas besonders Schönes, weil Nikki Haley ist eigentlich schon seit langer, langer Zeit abgeschlagen gewesen bei diesen Vorwahlen, die da stattfanden. Jetzt hat sie hingeschmissen und der amerikanische Fernsehsender CBS schreibt, Nikki Haley drops out, also Nikki Haley schmeißt hin, gibt auf und sagt, Trump müsse nun ihren Respekt und Unterstützung sich erst erarbeiten. Und Milena, ich musste sehr stark lachen, das ist ja ungefähr so, als wird Nancy Faeser endlich in Handschellen abgeführt und dabei erklärt sie dann, dass die Corona-Kritiker sich jetzt ihre Unterstützung verdienen müssten oder arbeiten. Das ist schon irre, oder? Die sind in Amerika genauso verblendet wie hier. Nikki Haley wird am Ende ganz, ganz deutlich wahrscheinlich doch ihren Anhängern empfehlen, Trump zu wählen. Glaubst du, weil die will ja noch was werden. Ja, die ist ja, glaube ich, erst 52. Viele haben ja auch gesagt, dass sie wahrscheinlich bei der nächsten Wahl antreten will und deswegen auch so lange dabei geblieben ist, damit die Leute sie auch kennen. Ja? Und das hieße dann, dass sie bei der nächsten Wahl die Anhänger von Trump sie nicht wählen würden. Ja? Also sie käme in keine größeren Posten. Also ich persönlich tippe darauf, dass sie das tut. Aber was mir, wenn ich auf die USA schaue, da sehe ich diese Wahl zwischen zwei alten Männern, also der eine senil und der andere halt Trump, ja. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass dieses System in den USA jetzt auch offiziell kollabiert. Ja? Die hatten ja immer dieses Zwei-Parteien-System, das war ja immer diese Übereinkunft, macht ihr 4 oder 8 Jahre, dann wir und dann ihr und dann wir. Das war ja immer so, das war ja so eine Stabilität in den USA. Und es gab auch meistens dann neue Kandidaten und so. Und das ist irgendwie weg. Es ist auch egal, wie die Wahl ausgeht. Das Land wird noch mehr gespalten. Und die Demokraten und die Republikaner wirken auch extrem hilflos momentan. Und auch natürlich gespalten. Es gibt ja extrem viele Demokraten, die Biden nicht wollen. Sehr viele Republikaner, die Trump nicht wollen. Es gibt Republikaner, die sagen, dass sie Biden wählen wollen. Ja? Das war früher undenkbar. Und auch dort kollabiert ein System und damit auch ein Land. Also das haben wir nicht nur bei uns und in ganz Europa, sondern auch in den USA. Das heißt, im Grunde hat der gesamte Westen dieses Problem. Mhm. Wobei, Achim, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Es stimmt ja sicherlich, was Milena sagt, aber ich habe schon den Eindruck, scheinen mir erheblich mehr Demokraten zu sein, die sagen, nee, Biden geht gar nicht. Interessanterweise übrigens sehr oft wegen seiner Israel-Position. Da viele Demokraten dort sagen, wie Biden die Israelis unterstützt, das sei unmenschlich und sie sein, da sind da teilweise eher pro-palästinensischer. Insgesamt so viele Anti-Republikaner gegen Trump, den Eindruck habe ich nicht unbedingt. Sie sind gespalten definitiv, aber ein sehr viel kleineres Stück. Also Nikki Haley hat ja sehr abschätzig über Trump gesprochen, ist sehr verhasst unter Trumpisten und das scheint mir doch bei den Republikanern sehr stark eindeutiger zu Trumps Gunsten zu sein. Nein, das sehe ich natürlich tatsächlich ein bisschen anders, weil die Zahlen für Trump sind ja so dermaßen exorbitant, dass es eigentlich egal ist, wie viele von den Republikanern ihn nicht wählen wollen oder sagen, sie wollen es nicht tun, weil die anderen tun es alle. Und ich habe tatsächlich so den Eindruck, dass die pure Verzweiflung nach diesen paar Jahren woke Regierung durch solche Leute wie Kamala Harris, ja, die nicht weiß, wie viel Finger sie an der Hand hat, dass die Leute aus Verzweiflung auf jeden Fall Trump wählen. Und ich sehe auch am Horizont jemand anderen, von dem ich noch nicht weiß, was es zu bedeuten hat. Aber da gibt es in Argentinien den Herrn Milei, ja, der also mit einer ähnlichen Agenda wie Trump auftritt. Und das scheint erste Erfolge zu zeitigen. Und dann gibt es noch diesen
diesen neuen da in, wo ist es nochmal, in Honduras? Den Namen habe ich jetzt vergessen, das Land, der Bukele. Und das der ist San Salvador. Mit einer ähnlichen, mit einer ähnlichen Agenda wahnsinnig erfolgreich ist. Also insofern sehe ich jetzt nicht, dass das da alles ein Bach runtergeht, sondern ich sehe tatsächlich, dass die, das läuft auf Trump hinaus und dass dann die Leute, die ihn gewählt haben, dann nachher nicht so verzweifelt sind. Bukele und Milei sind, das sind alles sehr verschiedene Figuren, denke ich. Und auch mit Trump natürlich in Teilen zu vergleichen, zumindest teilen sie eine Trump-Begeisterung. Wir haben zuerst Herrn Milei gesehen, wie er Trump ja feierte. Aber ansonsten könnten sie aus meiner Sicht unterschiedlicher kaum sein. Sowohl also sie werden eigentlich zu Trumps gemacht, um sie zu diskreditieren. Ja. Das ist ja auch so ein Propagandamittel, ein ganz probates. Ja, okay. Gut. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was da drüben passiert und vor allem unterhaltsam, finde ich. Das ist der große Vorteil dieser US-Politik-Vorgänge im Gegensatz zu unseren. Aber zum Schluss müssen wir noch einmal auf das schauen, was uns sicherlich am stärksten prägen wird und zugleich auch den Wahnsinn, den niemand so gut kann wie die Grünen, am besten zeigt. Und das ist unsere wirtschaftliche Lage. Da ist doch etwas passiert, was man wieder mal dreimal lesen oder hören muss, bevor man es wirklich glauben kann. Da war eine Dame, zwar in Verzeihung, die Chefin der Grünen Jugend, offensichtlich mal wieder im Staatsfernsehen unterwegs, bei Lanz, was Milena, ich glaube, das guckst du richtig, Lissi hat es auch gehört, der Schmerz, der spricht aus ihr. Frau Stoller war bei Markus Lanz und forderte dort, so schreibt Apollo, forderte nicht nur die 4 Tage und 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Zukünftig solle dann auch auf eine 20-Stunden-Woche reduziert werden können. Sie begründete das so, 1/3 der Jungen hat Depressionen. Corona hat uns die Jugend genommen. Teuerungskrise. Junge Leute fragen sich, wie sie ihr Leben finanzieren. Außerdem, wofür soll ich mich in dieser kaputten Welt kaputt arbeiten? Und habe nicht mehr Aussicht auf eine gute und sichere Rente. Um die Rente zu finanzieren, will Stoller dann stattdessen auf drastische Steuererhöhungen für Reiche setzen. Dass die junge Generation nicht fleißig sei, will sie nicht hören. Meine Generation hat die Klimabewegung aufgebaut. In den letzten Wochen die Proteste gegen rechts organisiert, bei denen Millionen auf die Straße gegangen sind. Also, Milena, 20-Stunden-Woche. Du zahlst mehr Steuern und Frau Stoller, die hat alles schon geleistet jetzt, weil sie war auf der Straße. Ja, ich Hurra. Bin nicht gemeint, die meint die Reichen. Das ist doch der große Unterschied, ja. Ja, also ich weiß auch nicht, wie die sich das vorstellt, aber ich glaube auch nicht, dass das die Generation ist. Also sie tut zwar so, als ob sie für ihre Generation spricht, aber das ist natürlich nicht so. Das ist dieser Teil der Generation, der bald auf diesen Staatspöstchen sitzt, wenn alles schief geht. Ja? Da, wo jetzt zum Beispiel Herr Müller sitzt, da könnte auch eine Frau Stoller sitzen. Ja? Es reimt sich sogar. Und ja, aber da sieht man auch, was sie unter Leistung versteht. Also ne, die Klimabewegung aufgebaut und die Proteste gegen rechts organisiert. Von Wirtschaft hat diese Dame, ich habe mir das angeschaut, jetzt auch nicht so extrem viel Ahnung. Möglicherweise hat sie sich einfach damit auch nur bekannt gemacht, ja? Und wir reden über einen Sturm in einem Schnapsglas. Naja, sie wird halt schon, Achim, dabei bei Lanz gehofiert, gefeatured, könnte man sagen, also richtig ein bisschen aufgebaut, wie Milena das so andeutet. Und es wird nicht sonderlich viel widersprochen, wenn sie diesen hanebüchenden Blödsinn verbreitet, während gleichzeitig, lass mich das da einstreuen, die Junge Freiheit berichtet, der Beitragssatz für die Rentenversicherung wird Mitte des kommenden Jahres drastisch steigen, laut Gesetzentwurf von 18,6% auf mindestens 22,3%. Das geht jedem da draußen direkt vom Geld ab. Die Bundesregierung will damit angeblich eine künftige Anhebung des Rentenalters wie auch eine Absenkung des Rentenniveaus ausschließen. Also während das kommt, sitzt Frau Stoller da und quatscht diesen Blödsinn. Ja, es ist die nächste Sprechmaschine wird auf die Spur geschickt. Ja, also das ist einfach, wie ich schon sagte, ihr kennt ja auch die Frau Cortez in Amerika, die ist durch ein Casting in die Politik gekommen. Wenn du labern kannst ohne Punkt und Komma, das wäre für dich dann, Paul, auch nochmal was wahrscheinlich, wenn alle Strecke reisen, dann bist du dafür geeignet. Und diese Geschichten, ja, diese Geschichten, die die da vorbringen, das ist also quasi das anstrengungsfreie, auf Schulden basierende Sozialstaatsprinzip, das finde ich, wenn es mit einem Land bergab geht, ist das genau das richtige Rezept. Ja? Und dann, da gibt es halt eben andere Leute, die sagen, gut, dann kommt halt der Crash und dann schauen wir mal. Nur wie die Leute danach sich dann dran gewöhnen müssen, dass sie viel arbeiten müssen, um das alles wieder aufzubauen, das wird dann auch sehr interessant.
Wird vielleicht es. Kommt ja der Krieg, verstehst du? Dann können wir den Crash vermeiden. Ja, oder sowas. Ja, ja, genau. Krieg geht auch. Nur wo steht dann Frau Stoller? Die ist dann, die macht dann die versorgt dann im Lazarett die Verwundeten oder was? Ich glaube, das kann sie Ach, nicht. Ach du meine Güte. Angeblich studiert die Meteorologie. Da gibt es einen älteren Artikel der Hamburger Morgenpost, die ganz zufällig und ohne Erwähnung der politischen Rolle von Frau Stoller mal ganz begeistert über sie berichtet. Wenn das stimmt, dann muss man schon überrascht sein. Aber eigentlich ich glaube nicht, dass sie es abschließen darf. Ansonsten wäre sie ja ungeeignet für eine grüne Führungsfigur. Weil Meteorologie auch kein leichtes Studium sein muss, nach allem, was ich so mitbekomme. Ja, das fordert schon ein bisschen was. Sie wird die große Klimaexpertin damit. Sagt also die Nachfolgerin von Herrn Ramsdorff, der sagt, wir verlieren die Kontrolle. Wird vielleicht über das dann den Bachelor dann noch machen dürfen. Ja. Also einen leicht optimistischen Rausschmeißer habe ich noch für euch. Denn in der Berliner Zeitung wird berichtet, dass die BRICS-Staaten an einer digitalen Alternative zum globalen Dollarzahlungssystem arbeiten. Das sagt dann angeblich der außenpolitische Berater von Putin natürlich. Der heißt Juri Uschakow. Und am Dienstag soll er in Moskau eine Pressekonferenz gegeben haben, die er in seiner Präsidentschaft dort vorstelle. Neben den Gründungsmitgliedern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören dem Bündnis mittlerweile auch Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate an. Sie wollen also als die BRICS-Staaten stärken im internationalen Währungs- und Finanzsystem und ein paralleles aufbauen, das auf digitalen Technologien und Blockchain basieren würde. Da stellt sich natürlich die Frage, Milena, ob das dann digitales Zentralbankgeld sein sollte, Regen und Traufe und so, oder ob es dann echt eine echte Alternative sei. Oder so ein Bitcoin. Bitte? Oder so eine Art Bitcoin. Genau, aber dann braucht man mal gar nichts Neues. Warum dann nicht Bitcoin, oder? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber natürlich, der Dollar ist angeschlagen. Selbst Saudi-Arabien hat schon überlegt, das ist gar nicht so neu, ist schon länger her, sich vom Petrodollar abzuwenden. Also insofern, wir sind wirklich in einer Zeitenwende, aber vielleicht anders, als Merkel sich das vorstellt. Alles steht zu befürchten. Tja, lieber Achim, wie hältst du es mit Bitcoin als tatsächlich aus echter Neugier? Das ist ja eher nichts für deine Generation, oder? Kann man böse behaupten. Das muss ich leider auch zugeben, auch mangels Masse, denke ich mal. Ja. ist das für mich ja noch gar kein Thema. Ich bin da auch zu empfindlich. Also da ich bis heute nicht verstanden habe, wie das entsteht, diese Währung, ja, traue ich mich noch nicht an. Das ist sehr altmodisch, ich weiß es. Aber ich werde jetzt mal auf deine Anregung hin, werde ich mich der Sache mal widmen. Also ich habe letzte Woche so ein Verständnisvideo mit Marc Friedrich dazu gemacht, weil ich es auch nie so richtig verstanden habe. Und, hast du es verstanden? Also da wird's, ja, ich habe natürlich auch das passende Buch dazu gelesen. Das ist allerdings wirklich sehr verständlich. Also man versteht es dann. Ja, ich sag's nur so als kleiner Tipp. Auch von Marc Friedrich das Buch dazu. Ich bin mal bei einer Wallet-Eröffnung gescheitert und da habe ich nicht mehr dran gekommen. das ist nicht ehrenrührig, das kann ich gut verstehen. Lass mich aber dann aus gegebenem Anlass noch hinterher schieben, denn ich glaube, keiner von uns verteilt irgendwo im Internet irgendwelche Investment-Tipps, geschweige denn Bitcoin. Das ist ja nun der größte Scam, der momentan läuft, das überall behauptet wird. Die offizielle Kanal von Frau Preradovic, kaufen Sie XY. Nein, so ist das nicht zu verstehen, wenn man mal die Realität zur Kenntnis nimmt, dass der Bitcoin... So viel Ahnung habe ich davon jetzt auch wirklich nicht. Ich wollte gerade fragen, oder vielleicht doch, vielleicht bist du es ja wirklich und ziehst dir nachts eine Perücke auf und machst Bitcoin-Tipps. Ist nicht so. Ja, genau. Du wirst ja nicht gefragt. Ja, genau. Nein, ich glaube auch nicht, dass sie das macht, aber das Thema ist in der Tat. Also eine Perücke würde eher zu dir passen, irgendwie, Faule. Du wirst lachen, da habe ich schon so einige im Schrank, weil wir wissen ja nicht, wann das mal akut wird, dass ich die brauche, um über die Grenze zu kommen. Der Tag rückt näher und bis dahin kann ich euch nur sagen, ihr Lieben, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns, den Journalisten Julian Assange aus seiner Folterhaft zu befreien und die Massenmörder Karl Lauterbach der Strafe zuzuführen, nach der seine Taten schreien. Wir sind es, die den Syndikaten von EU, WHO, NATO endlich den Rücken kehren und sie samt aller anderen Besatzer aus unserem Land jagen müssen. Es ist an uns, Deutschland endlich zu dem zu machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon wird es je werden ohne eine Revolution. Eine Revolution für unser Grundgesetz. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihrem Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das spannende Gespräch, Achim Winter und Milena Preradovic. Das war Nummer 128 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.